Respekt, Einsatz, Leidenschaft. Dafür steht der Name Rudi Assauer. Dafür steht aber auch seine Initiative für Demenzkranke. Seit dem Bekanntwerden seiner Krankheit zeichnet die Initiative jedes Jahr vor Weihnachten ehrenamtliche Projekte für Demenzkranke aus. Und das natürlich in Rudis Wohnzimmer, der Arena auf Schalke. Ehrenpräsident Gerd Rehberg, Werner Hansch, Franz Müntefering und Gerald Asamoah. Viele Größen aus Fußball und Politik sind gekommen, um Rudi Assauer und die Preisträger zu ehren. Auch Moderatorin Bettina Tietjen folgte der Einladung in die Arena. Sie bekam den Medienpreis für ihr Buch über ihren dementen Vater. Ich kenne Rudi Assauer natürlich, weil ich ja schon sehr lange im Talk-Business bin und ihn natürlich als Gast hatte auch. Und ich fand ihn immer einen beeindruckenden Mann, also sehr tough, sehr geradlinig, frech, echt ein guter Typ. Und seine Tochter habe ich kennengelernt, weil sie ja dieses Buch geschrieben hat über ihren Vater. Und da haben wir uns natürlich als Töchter, die beide demente Väter haben und ähnliche Erfahrungen gemacht haben, auch darüber ausgetauscht. 6 Projekte wurden mit dem Rudi Assauer Preis ausgezeichnet. Den ersten Platz und damit das Preisgeld von 4.000 Euro teilen sich 2 Preisträger. Die Demenzstation Silvia der Malteser in Köln und die Initiative Fachpraktiker in sozialen Einrichtungen von Pfarrer Franz Meurer. Und ich finde, jeder einzelne Preisträger ist super. Es sind alles Themen, mit denen ich mich schon beschäftigt habe und die haben es alle verdient. Also ich finde, es war für mich eine echte Bereicherung, heute hier zu sein. Und sonst so, Frau Tietjen? Sehr gut. Ich muss unbedingt noch ein Foto von der Arena machen, weil ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben hier bin. Ist schon beeindruckend.